Herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten, einen Tag vor Heiligabend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bevor wir so richtig loslegen, gibt es hier erstmal die Themen des Tages. Große Schäden an Ebersbacher Kirche, langwierige Renovierungsarbeiten stehen an. Advent, Advent, ein Kerzlein brennt, wie aus Wachs und Docht eine Kerze wird. Und Weihnachtsansprache, Bischof Konrad Stasa fordert zum Hinterfragen auf. Ja, eigentlich ist ja Ostern, also die Auferstehung Christi, das höchste Fest im Jahreskreis der katholischen Kirche. Trotzdem aber steht bei vielen auch Weihnachten hoch im Kurs. An Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen sind die meisten Kirchen deswegen gut gefüllt. So auch in Ebersbach bei Obergünzburg. Doch dieses Jahr hätten die Gläubigen ihren Festgottesdienst beinahe im Pfarrsaal gefeiert. Die Pfarrkirche St. Ulrich in Ebersbach steht schon seit über 500 Jahren im Zentrum des Dorfes. Genauso lange feiert die Kirchengemeinde hier ihre weihnachtlichen Gottesdienste und auch dieses Jahr sollte es so sein. Doch vor wenigen Wochen stellte ein Restaurator fest, dass Teile der Kirche einsturzgefährdet sind. Dekan Erwin Reichardt wusste zwar schon davor, dass seine Kirche nicht mehr top in Schuss ist, trotzdem war der Schock groß. Dass es so drastisch kommt, das haben wir nicht geahnt. Also die Baugeschichte ist ja so, die Kirche ist ursprünglich gotisch gebaut worden, 1470 etwa, mit einer Flachdecke. Und in der Barockzeit hat man ein riesiges Gewölbe in den Dachstuhl hineingebaut. Und seitdem ist die Kirche natürlich instabil und der Dachstuhl hat die Wände nach außen gedrückt. Außerdem ist der Dachstuhl morsch, haben Experten unter anderem an solchen Probestellen herausgefunden. Das nasse Dach hat auch dazu geführt, dass der Stuck sich vom Gewölbe löst und abgestützt werden muss. Mit der Folge, dass Dekan Erwin Reichardt zusammen mit Architekt Christian Eger jetzt in einem Lattenwald steht. Ursprünglich sollte ein Netz die Kirchengemeinde schützen, doch es stellte sich heraus, dass der Schaden und somit die Gefahr größer sind als vermutet. Es ist eine latente Gefahr, wenn wir hier schauen, wir haben hier Gesimsabrisse doch größeren Umfanges. Wir sind in Kenntnis, dass der Dachstuhl gerade speziell in Fußpunktbereichen fäulnisgeschädigt ist. Und in Anbetracht dessen, dass einfach diese Wirkung nicht vorhanden ist. Und wir haben ja eigentlich nicht wissen, wie sich das Wetter weiterentwickelt, haben uns dazu entschlossen, doch dieses Gerüst einzubauen, um das abstützen zu können. Die Gefahr ist einfach hier. Deswegen mussten die Gläubigen einige Wochen die heilige Messe im Pfarrsaal feiern. Seit das Gerüst aufgebaut ist, findet der Gottesdienst aber wieder in der Kirche statt. Es sieht zwar nicht schön aus, meint Pfarrer Erwin Reichardt, doch immerhin sei der Altarraum unbeschädigt. Wenn er nach oben schaut und an die Kosten für die Sanierung denkt, schickt er gleich ein Stoßgebet hinterher. Ja, wir haben zwar sehr viele gute Menschen hier. Wir haben vor 25 Jahren 1 Million Mark an Spenden für die Kirchenrenovierung damals bekommen. So hoffe ich, dass die Leute wieder gut mitmachen. Aber das wird schon ein Kraftakt werden. Wie hoch die Kosten tatsächlich sein werden, will der Architekt bis Ende Februar berechnet haben. 2018 könnten dann die Arbeiten beginnen. Die St. Ulrich-Gemeinde Ebersbach wird also noch einige Weihnachtsgottesdienste mit dem Gerüst feiern müssen. Ja, und auch in Lenzfried läuft derzeit nicht alles rund zu Weihnachten. Dort läuten nämlich derzeit die Kirchenglocken immer zu spät. Grund ist ein defektes Uhrwerk. Und ob das rechtzeitig zum Fest wieder rund läuft, das ist derzeit noch unklar. Ja, und in Memmingen muss wegen der Sanierungsarbeiten an und in der Martinskirche auch heuer wieder draußen ein Gottesdienst gefeiert werden. Und zwar auf dem Marktplatz. Beginn ist um 17 Uhr. So, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit den Kurzmeldungen aus der Region. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten. So kennen Sie uns und so können Sie uns kennenlernen. Unsere Sendung entsteht in Ihrem Wohnzimmer und Sie werden Teil der Sendung. Zeigen Sie uns Ihr Zuhause, stellen Sie uns Ihr Hobby vor oder erzählen Sie uns Ihre tollsten Erlebnisse. Wir freuen uns auf Ihre Wohnzimmergeschichten. Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft. Bringen wir mehr. Aus Überzeugung.
schräg. Wir verstehen Energie. Mehr Musik, mehr Vielfalt, mehr Allgäu. Das neue RSA Radio. Jetzt einschalten. Die einzigen Zusätze in unseren Backwaren sind Können und Zeit. Finneberg, Napur. Wir backen Klartext. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. Herzlich willkommen beim neu eröffneten Küchentrunzer in Marktoberdorf in der Johann-Fenn-Straße. Attraktive Eröffnungsangebote und ein großes Gewinnspiel mit Preisen wie einen Miele-Geschirrspüler oder Mikrowellenherd erwarten Sie. Küchentrunzer feiert Neueröffnung in Marktoberdorf und Küchentrunzer in Kempten feiert mit. Die Meldungen vom Freitag, den 23. Dezember 2016. Die Polizei hat eine Einbruchsserie in Sonthofen geklärt. Durch eine Zeugenaussage und die Auswertung von Spuren fiel der Verdacht auf einen 18-Jährigen. Der junge Mann hat die Taten mittlerweile gestanden und befindet sich in Untersuchungshaft. In der Zeit vom 16. bis zum 20. Dezember war er in mindestens 3 Gaststätten im Stadtgebiet eingebrochen. Der Täter ging dabei mit großer körperlicher Gewalt vor und drückte Fenster ein. In den Lokalen verwüstete er die Einrichtung. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Der entstandene Sachschaden fällt rund doppelt so hoch aus. Am Rande eines Pressetermins in Balderschwang hat sich Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer erneut zu den umstrittenen Bauvorhaben am Riedberger Horn geäußert. Man halte trotz der Kritik an den Plänen, Ausgleichsflächen für den Bau des Liftes zu schaffen, fest. Allerdings sei man sich auch bewusst, dass es sich dabei um ein schwieriges Verfahren handele, das nicht von heute auf morgen umgesetzt werden könne. Das ist ein sehr umfangreiches Verfahren. Dieses Verfahren bedeutet, dass natürlich die Kommunen, die Verbände, die Träger öffentlicher Belange gehört werden und angehört werden. Wir legen seitens der Bayerischen Staatsregierung auf ein Höchstmaß an Transparenz bei diesem Verfahren Wert. Der Ausgang des Verfahrens, den will ich nicht vorgreifen, aber die entsprechende Weichenstellung wurde vorgenommen. Wie berichtet, ist geplant, das Gebiet, auf dem der umstrittene Lift gebaut werden soll, zu verkleinern und auf die Schutzkategorie B abzustufen. Zudem sollen andere Gebiete in der Region im Alpenplan aufgewertet werden. Vor Ort löste der Beschluss viel Zuspruch aus. Seitens der SPD, der Grünen und der Naturschützer hagelt es jedoch Kritik. Der Landkreis Oberallgäu bürgt mit 2,5 Millionen Euro für den Klinikverbund Kempten-Oberallgäu. Konkret geht es um den Erweiterungsbau der Klinik Immenstadt. Die Bürgschaft soll dem Freistaat eventuelle Rückzahlungsansprüche von Zuschüssen sichern. Wie berichtet, hatte der Anbau insgesamt rund 13 Millionen Euro gekostet. Intensivstation, Anästhesie und die Notaufnahme wurden in den neuen Räumen untergebracht. Die Stadt Lindenberg zeigt sich enttäuscht von der Reaktion der schwäbischen Bezirksregierung. Grund sind die Einwände der Stadt gegen die Ansiedlung des Möbelmarktes IKEA in Memmingen. Wie berichtet, befürchtet Lindenberg aufgrund des in Memmingen ebenfalls geplanten Fachmarktzentrums Einbußen für die heimischen Einzelhändler. Diese Argumente habe man aber einfach vom Tisch gefegt, so ein Stadtratsmitglied. Auch andere Kommunen hatten ihre Bedenken gegen das Vorhaben geäußert. Die Bezirksregierung erklärte die Planungen aber für zulässig. Wie berichtet, hat IKEA bereits auf die Einsprüche reagiert und die geplante Verkaufsfläche verkleinert. Die Tierheime in der Region warnen vor unüberlegten Geschenken zur Weihnachtszeit. Tausende Tiere würden erfahrungsgemäß nach dem Fest im Heim oder auf der Straße landen, so die Kritik. Die Empfehlung der Experten, lieber ein Buch über das Wunschtier verschenken und sich gemeinsam mit dem Kind über die Pflichten und Aufgaben klar werden, die mit einem Haustier verbunden sind. Dann kann nach den Feiertagen ein passendes Tier beim Züchter oder im Tierheim ausgesucht werden. Musik.
Um die nördliche Innenstadt zu beleben, hat das City Management Kempten in diesem Jahr einen gastronomischen Themenmarkt ins Leben gerufen. Mit einer Luftballonaktion haben die Verantwortlichen heute erneut auf das Angebot aufmerksam gemacht. Ziel sei es, die Kunden in Richtung Hildegardplatz zu locken. Nur so könne verhindert werden, dass die Menschen beim Stadtbummel bereits an der Freitreppe wieder umdrehen. Schon seit einigen Jahren sucht das City Management nach Wegen, um die Plätze im Norden der Stadt zu beleben. Man wolle aber keine Konkurrenz zum Weihnachtsmarkt sein, betonten die Verantwortlichen. Ja, das waren die Meldungen vom 23. Dezember 2016. Und wir schauen jetzt mal, was uns das Wetter über die Weihnachtsfeiertage so bringt. Die Handwerkskammer für Schwaben, für ein starkes Handwerk. In der Nacht zum Samstag bewegen sich die Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Der Himmel ist leicht bewölkt. Leider gibt es heuer keine weiße Weihnachten. Am Samstagvormittag bewegen sich die Höchstwerte zwischen 4 Grad im Unterallgäu und 7 Grad am Alpenrand. Vielerorts ist es bewölkt, nur manchmal gibt es ein paar Sonnenstrahlen. Morgen Nachmittag kommt es dann örtlich zu leichten Regenschauern. Nur im Raum Kempten kann sich die Sonne noch ab und an hinter den Wolken hervorkämpfen. Am wärmsten ist es im Oberallgäu bei 8, am kältesten im Unterallgäu bei 4 Grad. Wer doch weiße Weihnachten erleben will, der begibt sich am besten auf die Allgäuer Gipfel, denn hier schneit es. Dabei kann auch die Sonne ab und zu hinter den Wolken hervorkommen. Die Temperaturen liegen dabei bei 1 bis 4 Grad. Auch in den nächsten Tagen sind die Temperaturen ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Am ersten Weihnachtsfeiertag regnet es vielerorts bei Höchstwerten von bis zu 6 Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag scheint dann bei bis zu 7 Grad ab und zu die Sonne. Am Dienstag wird es dann wieder kälter und auch sonniger bei Werten von bis zu 2 Grad. Ja, aktuell müssten auch bei Ihnen zu Hause auf Ihrem Adventskranz 4 davon brennen. Die Rede ist von Kerzen. Ja, in kaum einer anderen Zeit im Jahr werden sie so oft verwendet wie jetzt. Und egal, ob sie groß oder klein sind, bunt oder weiß, eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind aus Wachs und haben in der Mitte einen Docht. In der Herstellung hört sich das einfach an, ist aber aufwendiger, als man denkt. Norbert Unfug weiß dabei, wovon er spricht. Er stellt in seiner Werkstatt in Wangen nämlich die unterschiedlichsten Kerzen her. Wir haben auf Weihnachten diese Aktion gemacht und Weihnachten verbindet man viel mit Kerzen. Und dann habe ich einfach das als Möglichkeit gesehen zu den anderen Sachen, die wir da verkauft haben. Und habe die Kerzen gemacht und dann habe ich angefangen, das wirklich spannend zu finden und zu mögen. Norbert Unfug ist gelernter Jugend- und Heimerzieher. Aus einer einmaligen Kerzenaktion auf dem Wangener Weihnachtsmarkt wurde ein Hobby, das er neben dem Beruf immer weiter verfolgte und letztendlich zu seinem Hauptberuf gemacht hat. In seiner Werkstatt in Wangen stellt er nämlich alle möglichen Kerzen her. Am bekanntesten ist er aber für seine Engelskerzen. Und zwar kam eine Kundin und hat bei mir öfter Kerzen eingekauft und dann kam sie, ob ich auch Engelskerzen mache. Und dann habe ich geguckt, muss ganz komisch geguckt haben, weil ich habe mir dann so einen Barockengel mit einem Docht oder so vorgestellt. Und dann sagt sie, nee, ganz anders. Ich habe nur eine zu Hause. Ich bringe die mal mit. Ein Jahr hat Norbert Unfug herum experimentiert, bis er mit seinen Engelskerzen zufrieden war. Eine Anleitung gab es nämlich nicht. Die Engelskerzen ist so richtig der Schwerpunkt geworden, sogar so, dass die anderen Sachen eher in den Hintergrund gedrängt wurden. So aus der Form die Kerzen oder so handgewickelte Kerzen mache ich kaum noch. Bevor er mit einer Kerze beginnt, schmilzt Norbert Unfug Wachs. Das ist bei ihm eine bestimmte Mischung. Der Hauptteil ist Paraffin, dazu kommt etwas Stearin und eine kleine Menge Bienenwachs. Denn das macht die Kerze edler. Bei 70 Grad ist das Wachs so flüssig wie Wasser. Dieses Wachs wird dann eingefärbt. Also ich arbeite jetzt nur mit durchgefärbtem Wachs. Und dazu muss man
Anilinfarben nehmen. Kennt man, wenn man Kinder gehabt hat oder so, von den Wachsmalstiften. Mit dieser eingefärbten Wachsmischung lassen sich viele verschiedene Kerzen machen. Also es gibt grundsätzlich gibt's ja mal die normalen, wie man es kennt, die Stumpenkerzen in verschiedenen Größen, Variationen. Die werden, wenn man sie handmacht, werden die in eine Form gegossen. Dann gibt's, was auch jeder kennt, sind die schlanken Stabkerzen, die man auf den Tisch stellt. Die werden eher in Glas- oder Kunststoffform gegossen. Und früher hat man diese Art Kerzen wirklich getaucht. Denn eigentlich kommt der Begriff Kerzenziehen von früher. Da gab es lange Wachsbecken, in denen Kirchenkerzen gezogen wurden. Passiert das senkrecht, nennt man das Tauchen. Dabei unterstützt Norbert Unfug diese Maschine, die sein Sohn für ihn umgebaut hat. Einmal pro Minute tauchen hier 8 Dochte in flüssiges Wachs, so lange bis die Wachsschicht dick genug ist. Die entstandenen Stabkerzen sind auch die Grundlage für Engelskerzen. Den äußeren Wachsmantel taucht Norbert Unfug jedoch selbst. Diese rote Kerze wird hier in gelbes Wachs getaucht. Das heißt, die Engelskerze wird am Ende zweifarbig. Dieser Prozess dauert und muss in einem bestimmten Rhythmus entstehen. Geduld ist hier gefragt. Dann werden die Kerzen in diesem Gerät ein paar Minuten bei 27 Grad erwärmt, damit sie weich werden. Legt es dahin und jetzt, das ist eine Riesenkunst, die Kerzen in die Form zu bringen. Also das ist wirklich, da muss ich bei der ersten anders arbeiten wie bei der letzten, weil die schon fester ist und im Sommer anders wie im Winter. Dann dreht er die noch weichen Kerzen in Form. So passen sie noch nicht in einen normalen Kerzenständer. Deswegen schmilzt Norbert Unfug die Enden zurecht. Und fertig. Und mit der richtigen Kerzenmischung tropft das Wachs auch nach einigen Stunden Brennen nicht. So, und ich darf jetzt Michel Schöllhorn aus Uttenweiler gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben bei unserem gestrigen Adventsfersler-Gewinnspiel gewonnen. Und zwar gibt es für Sie die CD Allgäuer Dialektfarben. Ja, und jetzt gibt es hier in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Mundart Allgäu ein neues Adventsfersle, diesmal von und mit Stefanie Dentler. Meine Bübe. Das erste Mal im Leben von meinem Bübe hat er Weihnacht verlebt mit dem Friede, der Ruhe. Hat noch gar nicht groß gewusst, was Weihnacht bedeutet. Hat das erste Mal gesehen, dass er Christbäumle gibt. Er kann noch nicht laufen auf all seinen Wegen und ist noch wie das Christkind im Krippel gelegen. Die Egel fest zu, versunken im Traum, kann er das Geschehen noch nicht recht verstehen. Ein Jahr bloß später, die gleiche Zeit ist das gewesen, ist bereits das Bibel kein Putzeln mehr. Er kann noch nicht schwätzen und doch hat was gesehen, die Nacht ist für das Bibel ganz wunderlich gewesen. Das Strahlen im Gesichtle, das herrlet den Ort, und die Augen vom Bühe sagen mehr wie ein Wort. A Freude von Herzen, an den Geschenk und am Baum, blieb triebig und still vor dem Krippele stang. Der Stahl voller Stroh tut sich Neugierde wecken, und Händle so klein möchte alles den entdecken. Zitternd vorbei, ein Jahr geht ins Land, vor dem Baum steht mein Bibel in einem festlichen Gewand. Er versteht jetzt genau, was die Nacht heute bedeutet und weiß auch schon lang, dass es Geschenkle bald gibt. Heute kann er schwätzen und reisen durchs Haus und schaut alle wieder aus dem Finster vor Nüs. Dort sucht er das Christkind, das pfludert durch die Nacht und das am Ort Freude allen Kinderle macht. Und bis man noch schaut, ist auch das Heuer vorbei. 3 Jahre ist er heute mit blonden Leckle so schön. Er malt auf einen Zettel und kriegt gerade Gnü, mich ein paar neue Ski mit der Stärke dazu. Ein Leible und ein Lecker, mehr tät er nicht wollen. Vielleicht nur ein Buch zum Geschichtle erzählen. Am heiligen Abend bleibt noch die Stubestier zu. Was dahinter wohl geschieht, laut dem Bibel keine Ruhe. Er spitzt ganz still durch den Schlüssel und ihn.
möchte auch so gern dort beim Christkindle sein. Die Woche bis Weihnacht, die ziehen daheim, aber bleiben für das Bibel das ganze Leben im See. Gross ist da heute, 4 Jahre sind vorbei, er ist nur allein, sein Bruder ist dabei. Er steht an der Wieg, ganz stolz möchte er singen und schaut wird Maria zu dem Putzeln hin. Verzählt ihm von Weihnacht, von dem Wunder der Nacht, hat Spielzeug hertragen und ein Geschenkle ihm gemacht. Er liebt seinen Bruder mit Herz und Verstand, nimmt Finger vom Bibel ganz fest in seine Hand. So verliebt das kleine Menschle die erst heilige Nacht, seine Ägle, die leuchtet und sein Mindle hat gelacht. Die Zeit ist so heilig, die Zeit ist so schön, und es geht dieser Glanz für ein Kind nie vorbei. Ja, und heute verlosen wir ein Buch mit Mundartgedichten von Fanny Fink. Und wenn Sie das gerne gewinnen möchten, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an gewinn@allgäu-tv.de, Allgäu mit A-E-U. Ja, und mit ein bisschen Glück gehört das Ganze dann Ihnen. Jetzt ist es Zeit, ein weiteres Türchen an unserem Adventskalender zu öffnen. Viel Spaß! Zum letzten Mal vor Weihnachten öffnen wir heute unser Adventskalendertürchen für Sie. Gewinnen Sie einen 100-Euro-Gutschein von Möbelböck in Kempten St. Mang. Senden Sie eine E-Mail an adventskalender@allgäu-tv.de und vergessen Sie bitte Ihre Namen, Anschrift und Telefonnummer nicht. Ihnen viel Glück und von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ja, und die Gewinnerin der DJ Bobo-Karten, die wir gestern im Rahmen unseres Adventskalenders verlost haben, die kommt aus Lauben und heißt Annette Bischoff. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den Karten. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder für Sie da. Bleiben Sie einfach dran. "23 Stufen führen hinab zu einem ganz besonderen Ort. Die Erasmuskapelle unter dem Kemptener St. Mangplatz. Ihre Mauern erzählen eine spannende Geschichte, die auch Sie begeistern wird. Mehr Musik, mehr Vielfalt, mehr Allgäu. Das neue RSA Radio. Jetzt einschalten. Tatjana ist schon lange Kundin im Salon Hagenau und kommt gerne hierher. Heute lässt sie sich von Friseurmeisterin Nuria Schirak eine Hochsteckfrisur machen, denn sie wird sich in den nächsten Stunden in eine Braut verwandeln. Nur allergikerfreundliche und tierversuchsfreie Produkte verwendet das Team von Hagenau. Eine andere Kundin lässt sich gerade mit dem Faden Haare entfernen. Das gibt es nicht überall. Diese Methode ist sanfter, gründlicher und weniger schmerzhaft. Doch das Angebot reicht weit darüber hinaus. Wir bieten eigentlich alles an, Damen wie Herren sowie Kinder. Von Damenhaarschnitten, Kolorationen bis individuelle Farbberatung bzw. auch Schnittberatung, Haarverlängerungen, Hochzeiten, Brautfrisuren, Hochsteckfrisuren, eigentlich alles, was der klassische Damen- und Herrenfriseur so anbietet. Bei Hagenau bekommen die Kunden nicht nur irgendeine Frisur, sondern eine der Persönlichkeit und des Auftretens entsprechende. Die Stammkunden sind von der Arbeit des Teams begeistert und kommen immer wieder. Das ist das größte Lob von Nina Zierak und ihren Mitarbeitern. Die Frisur der Braut sitzt. Jetzt trägt der Stylist das Make-up auf. Für Anlässe wie Hochzeiten kommt das ganze Team auch gerne zu den Kunden nach Hause. Und dann ist es soweit. Hagenau in Kempten, direkt gegenüber vom Kino. Ja, auch in diesem Jahr wendet sich der Augsburger Bischof Konrad Staser wieder an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Seine Weihnachtsansprache ist ein Appell, genau hinzusehen, hinter das Offensichtliche zu blicken und die Dinge zu hinterfragen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, aus einer nun schon ziemlich lange vergangenen Zeit beschreibt der Dichter Rainer Kunze das folgende Erlebnis. Geschrieben habe dir Tamara A., 14 Jahre alt, bald Mitglied des Komsomol.
In ihrer Stadt, schreibe sie, stehen 4 Denkmäler. Lenin, Tschapajew, Kirov, Kuipischew. Schade, dass sie nichts erzähle von sich. Sie erzählt von sich, Tochter. Mit diesem Gedicht beschreibt der Dichter die Erfahrung, die seine Tochter mit ihrer sowjetischen Brieffreundin machen musste. Sie konnte offenbar nicht verstehen, welche Bedeutung die Denkmäler der einstigen Sowjetgrößen für ihre Freundin besaßen, die das unbedingt in ihrem Brief erwähnen musste. Da konnte sie ihr Vater, der mit Diktatur und Indoktrination schon ganz andere Erfahrungen gemacht hatte, schon eines Besseren belehren. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Weihnachten ist wieder in aller Munde. Nur im Munde, könnten wir fragen, nicht auch im Herzen? Woher wissen denn die vielen Leute davon und was verbinden sie denn damit? Woran sollen denn noch die Engel der Lichterketten über der Maximilianstraße mit ihren Trompeten erinnern? Auch ich frage mich bei meiner Predigt und Verkündigung immer wieder einmal selbst, was verkündigst du denn jetzt? Woher hast du das denn? Tönst du jetzt etwa nur? Es ist schon eine ziemliche Herausforderung, das, was uns auf die eine oder andere Weise von Weihnachten gesagt wird, auch wirklich an uns heranzulassen, zu durchdenken und in seinem tiefsten Wesen zu erfassen. Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, heißt es im Neuen Testament. In Jesus Christus hat sich also Gott ausgesprochen. Und Gott ist die Liebe. Noch eindringlicher bezeugt es der Evangelist Johannes am Anfang seines Evangeliums. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des ewigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Mehr möchte ich Ihnen heute gar nicht sagen. Wesentlicheres kann ich Ihnen auch gar nicht sagen. Aber ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie das, was Ihnen in diesen Tagen von Weihnachten gesagt wird, was Sie selber singen und beten oder auch nur ansatzweise bedenken, als Ihr eigenes entdecken, als die Gabe aller Gaben, mit der jeder Mensch bedacht worden und bei der kein einziger zu kurz gekommen ist. Jetzt kann niemand mehr nur vom Menschen reden, ohne zugleich, ob er es will oder nicht, von Gott zu reden. Was kann ich Ihnen also Besseres wünschen, als dass Sie aus aller Entfremdung heraus zu sich selbst, zu den Mitmenschen und schließlich zu Gott finden, damit Sie Weihnachten auch und vor allem in Ihrem Herzen erleben können. Von Herzen wünsche ich Ihnen darum auch frohe und gesegnete Weihnachten und eine gute kommende Zeit. Ja, das waren die Allgäu-TV-Nachrichten am 23. Dezember. Morgen gibt es bei uns dann hier wie gewohnt den Wochenrückblick. Bis dahin sage ich, passen Sie gut auf sich auf. Bis morgen also. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.